Willkommen bei OCInsight.de. Ballistics hat neue Speichermodule rausgebracht. Und zwar sind das DDR4 Speichermodule mit RGB-LEDs. Wir testen hier die Ballistics Tactical Tracer RGB DDR4 2666 Speichermodule auf einem ASRock X299 Tai Chi Motherboard. Wir sehen hier auf der linken Seite die ASRock RGB-LED Software, womit wir zum Beispiel den Chipsatzkühler ansteuern können. Unter dem Chipsatzkühler sind verschiedene RGB-LEDs installiert, die alle zusammen angesteuert werden können. Dann haben wir noch zwei RGB-Stripes, die wir anschließen könnten. Und wir können hier die Farbe auswählen. Ja. Dann haben wir auf der rechten Seite hier die Ballistics Mode Software. Und zwar ist das eine Memory Overview Display Software von Ballistics. Hier sieht man erstmal die SPD-Daten, die in dem Speichermodul hinterlegt sind. Man kann sich jedes einzelne DIMM-Modul ansehen. Und kann dann sehen, was ist da für ein Modul installiert, welche Kapazität, welche Timings sind hinterlegt als JEDEC-Timing oder XMP-Profile. Dann können wir die Temperatur von jedem einzelnen Modul ansehen. Das ist hier zum Beispiel 27 Grad. Da 31 Grad, das hängt damit zusammen, dass der Lüfter natürlich auf die hinteren Module bläst. Und dann haben wir hier die LED Control Software. Hierüber können wir sagen, wir möchten alle Module ansteuern oder wir möchten die einzelnen Module ansteuern. Ich steuere jetzt aber mal alle Module an mit SyncAll. Dann können wir auswählen, was für einen Effekt wir darstellen möchten. Hier ist jetzt gerade Shift eingestellt. Wir können aber auch die ganzen anderen mal durchgehen. Dann kann man das mal sehen. Fill, Stack. Erinnert ein bisschen an Tetris. Double Stack. Breathing. Ja, Breathing können wir mal ein bisschen schneller machen, dann sieht man das auch schön. Motion Point, den sollte man lieber ein bisschen langsamer machen. Inside Out. Color Step. Waterwave. Das sieht sehr schön aus. Flashing. Oder man kann es auch einfach durchgehend leuchten lassen. Static. Dann kann man die Farbe auswählen. Weiß ist auch möglich, aber nur mit einer Mischung. Oder man kann hier die Farbe selber einstellen mit den Reglern. Oder man kann hier mit dem Color Picker auswählen, welche Farbe man darstellen möchte. Kann man auch mal versuchen, ob man die gleichen Farben hinbekommt. Die Software synkt sich leider nicht mit der ASRock-Software. Das heißt also, man muss das wirklich einzeln einstellen. Wir können also jetzt hier zum Beispiel das mal so ausprobieren, ob man das so anpassen kann. Kriegt man hin. Ja, die Effekte miteinander zu verbinden, das wird schwierig, weil zum Beispiel, wenn man Breathing auswählt, haben wir nicht die Möglichkeit, die im gleichen Takt darstellen zu lassen. Also insofern gesehen, sollte man es erst gar nicht versuchen, denn es klappt nicht.
Dann lieber irgendwelche Effekte miteinander verbinden, kombinieren und dann sieht das Ganze viel gewollter aus. Es gibt auch Möglichkeiten, das miteinander zu verbinden. Das ist aber jetzt in der Kombination erstmal noch nicht so möglich. So, was man noch machen kann, ist, man kann nicht nur die ganzen Module ansteuern, man kann auch die einzelnen LEDs davon ansteuern. Wir können also sagen, wir möchten, gehen wir hier auf Advanced, wir möchten also zum Beispiel, machen wir das ganze LED-Modul mal weiß und wir möchten dann die Zone 1 in Rot darstellen und dann möchten wir noch die Zone 8 auch in Rot darstellen. Und dann können wir eben Breathing lassen oder wir nehmen Static. Ja, es sieht schon sehr schön aus. Man muss natürlich nicht die volle Helligkeit nehmen, man kann auch die Helligkeit einstellen. Die kann man so anpassen. Wir können die linke Seite jetzt auch nochmal auf Rot anpassen. Ich glaube, dann sieht das schon ganz gut aus. Das Ganze kann man natürlich noch abspeichern, man kann auch die Module ausschalten, also die Beleuchtung der Module. Man kann noch Grundeinstellungen vornehmen. Indem man sagt, man möchte das automatisch starten beim Windows-Start. Ja. Also das haben die ganz gut gelöst, würde ich sagen. Und wie der Test der Speichermodule aussieht, das haben wir gestern schon vorgestellt. Wir hoffen, es hat ein wenig Spaß gemacht. Dann bis zum nächsten Mal auf OSINSight.de.